Yo Leute, was geht? Willkommen zurück zu einem neuen Video von mir und heute habe ich für euch einen komplett AFK-Glitch in Vanguard Zombies. In diesem Glitch seid ihr im God-Mode, wenn ihr alle Schritte befolgt, die ich euch in diesem gesamten Video zeige. Deswegen würde ich euch empfehlen, bleibt bis zum Ende dran, denn dann wisst ihr auch, wie ihr aus diesem Glitch-Spot niemals sterben könnt. In diesem Glitch-Spot seid ihr komplett AFK, die Runden laufen weiter, das heißt, ihr macht die ganze Zeit konstant Zombie-Kills. Euch kann kein Zombie Schaden zufügen und die Bum-Bum-Kreischer, die letztes Mal bei dem letzten Glitch euch zum Beispiel Schaden gemacht haben, werden euch jetzt nur noch ganz, ganz wenig Schaden machen, so dass ihr gar nicht sterben könnt. Auch der große Zombie mit der Minigun kann euch keinen Schaden machen und er wird auch sterben. Ihr startet jetzt einfach eine Runde auf dem Map Shinonuma. Wenn ihr auf dem angekommen seid, müsst ihr einmal ein paar Runden spielen, sodass ihr ein bisschen Geld habt. Wenn ihr genug Geld zusammen habt, holt ihr euch einmal Juggernaut, am besten auf mindestens Stufe 3. Dann holt ihr euch noch Quick Revive, also das blaue Perk, auch auf mindestens Stufe 3. Das wird euch um einiges helfen. Wenn ihr die beiden Sachen habt, könnt ihr euch natürlich noch andere Perks holen, je nachdem, was ihr haben wollt. Ich würde euch noch empfehlen, dieses Biss Perk zu holen, das macht euch mehr Schaden. Beziehungsweise mit diesem Perk macht ihr mehr Schaden an den Zombies. So, das sind erstmal die Vorbereitungen mit den Perks. Dann holt ihr euch jetzt ganz wichtig, damit ihr auch AFK funktioniert, an dem Altar, wo ihr euch mit Herzen Pakte kaufen könnt, ein Pakt, welches dauerhaft Schaden den Zombies zufügt, die in eurer Nähe sind. So werdet ihr jetzt merken, dass wenn Zombies in eure Nähe kommen, sie konstant von euch Schaden bekommen. Und in Kombination mit diesem Biss-Perk werdet ihr natürlich noch mehr Schaden machen. Dann würde ich euch noch empfehlen, den Pakt zu holen, mit dem ihr stillstehend mehr Schaden anrichtet. So werdet ihr jetzt noch mehr Schaden machen in der Kombination mit dem Biss-Perk und dem Stillstehen-Perk. Wenn ihr nun alle Vorbereitungen getroffen habt und auch das habt, was ihr haben wollt in diesem Glitch-Spot, also ihr könnt euch noch Panzerung holen und so weiter. Aber wenn ihr nun alles habt, geht ihr einmal in den Außenbereich von dem Gemeinschaftsraum. Das ist auch da, wo man den Blitzeinschlag, das den Step für die Wunderwaffe machen muss. Hier müsst ihr jetzt sprinten und auf diesem Geländer landen. Das ist etwas schwieriger, denn wenn ihr nur springen drückt, werdet ihr einfach drüber klettern. Wenn ihr von etwas weiter weg sprintet darauf, so wie ich hier im Video, werdet ihr drauf landen. Jetzt seht ihr vor euch diese Fackel, zu der geht ihr nun und legt euch jetzt dahin. Sobald ihr in dieser Fackel drinne seid, also in diesem kleinen Holzmast drinne geklippt seid, kann euch kein Zombie mehr Schaden machen. Ihr dürft euch jetzt aber hier nicht mehr viel bewegen. Wenn ihr zu weit nach vorne geht, seid ihr wieder draußen und zu weit hinten natürlich auch. Und nun werdet ihr merken, dass die Zombies sich alle rechts von euch anpeilen werden. Durch das Perk, dass die Zombies konstant von euch Schaden bekommen, wenn sie in eurer Nähe sind, in Kombination mit dem Biss-Perk und dem anderen Pakt, seht ihr, dass die Zombies rechts von euch sich alle anpeilen und einfach sterben. So werden alle Zombies, Boss-Zombies als auch diese Schreier, neben euch sich hinstellen und sterben. Ich würde sicherheitshalber einfach nur zur Sicherheit noch ein paar Stim-Shots mitnehmen, denn rechts von euch die Schreier, wenn es zu viele werden, es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass sie euch töten werden, weil ihr die ganzen Perks habt. Aber wenn es dazu kommen sollte, dass es knapp wird, könnt ihr natürlich immer eine Spritze euch nochmal reinhauen. Aber sonst könnt ihr in diesem Spot komplett AFK bleiben, die Runden werden weiterlaufen, ihr werdet Geld bekommen, ihr werdet XP bekommen, ihr werdet euren Battle Pass leveln, das ist alles kein Problem. Und meiner Meinung nach ist das einer der besten Glitches, die wir zurzeit haben. Natürlich könnt ihr auch wieder den Raketenwerfer nehmen und mit dem Raketenwerfer auf euren Boden schießen, um damit die Kills für den Raketenwerfer zu machen, für zum Beispiel Tarnung und so weiter. Aber diesen Glitch-Spot könnt ihr auch einfach komplett AFK machen. Und das war's auch schon mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne ein Like da. Abonniert den Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und aktiviert die Glocke, um sofort benachrichtigt zu werden, wenn ich ein Video hochlade. Leute, wir sind kurz vor den 10.000 Abonnenten. Deswegen würde es mich freuen, wenn ihr alle nochmal ein Abo da lasst. Es kostet euch nichts. Es würde mich supporten. Und wenn ihr keinen Bock mehr auf mein Content habt, könnt ihr einfach wieder deabonnieren. Also ich finde, das ist ein toller Deal. Und an alle, die jetzt noch hier am Video dran seid. Erstmal, ihr seid Kings. Und schreibt mir mal in die Kommentare eure Meinung zu Pizza Hawaii. Würde mich mal interessieren. Feiert ihr Pizza Hawaii oder feiert ihr Pizza Hawaii nicht? Aber das war's von meiner Seite. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Haut rein und ciao.